Willkommen hier zu einer neuen Online-Schulung zum Thema Überdachung aus Aluminium bzw. Terrassenüberdachungen. Ein ganz neues Portfolio, was wir bei Klöpfer natürlich anbieten können, gemeinsam mit Karl und Rubner. Karl und Rubner ist da schon natürlich länger auf dem Markt unterwegs. Wir hören uns das auch gleich ganz genüsslich quasi an. Und der Chat funktioniert auch. Da schreiben schon viele Servus, Hallo und Grüß Gott. Und ja, schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und Manfred Vogel und Bernd Schnittkamp von Karl und Rubner werden uns das Ganze präsentieren als Abschluss zur Outdoor-Saison bei uns, zumindest was Fortbildungen angeht, weil dann kommt natürlich auch schon der Sommer und da gehen die Arbeiten natürlich draußen auch sehr intensiv weiter. Gut. Dann wollen wir auch gar nicht lange Zeit verlieren. Sie wissen, wie immer, die ganze Schulung wird aufgezeichnet und Sie können auch im Nachgang natürlich auch Fragen stellen, redaktion@klöpfer.de. Die wird man dann gemeinsam entweder mit den Klöpfer-Ansprechpartnern dann entsprechend lösen oder wir holen uns natürlich Karl und Rubner als verlässlichen Partner dann auch ins Haus. Fragen stellen können Sie aber auch jetzt hier live. Dazu nutzen Sie einfach den Chat, den schon einige von Ihnen benutzt haben, oder die F&A-Funktion. Und das wird dann alles von Bernd Schnittkamp bedient. Und die beiden, die stellen sich am besten jetzt gleich mal vor. Ich ziehe mich zurück. Viel Spaß bei der Online-Schulung. Und ja, schön, dass Sie dabei sind. Bis nachher. Ja, Bernd, dann leg mal los. Sehr, sehr gerne. Michael, du hast ja schon das ein oder andere zum Ablauf erzählt. Das ist in der Tat so. Wir sind zu zweit. Der Manfred ist der Moderator, der Ihnen letztendlich in die Welt der Überdachung aus Aluminium einführt. Ich darf im Chat Fragen, die im Laufe des Vortrages auftreten, gerne direkt beantworten, damit wir den Ablauf von circa einer Stunde auch einhalten können und der Manfred in seinem Vortrag nicht unterbrochen wird. Deswegen gerne die Fragen in den Chat oder, wie der Michael gerade schon gesagt hat, gerne auf die F&A-Funktion. Ich werde nach bestem Wissen und Gewissen die Fragen beantworten. Ansonsten übergebe ich das Wort gerne an den Manni, der jetzt mit seinem Vortrag beginnt. Also bis gleich und hoffentlich viele Fragen. Ciao. Ja, auch von meiner Seite hier in der Nähe von Bad Zwischenahner Meer hier oben in Oldenburg. Liebe Grüße für diese Schulung mit dem Thema Überdachungen aus Aluminium. Bevor wir aber nun zu diesem Thema kommen, möchte ich euch zumindest noch mal sagen, inwieweit und in welchen Themen wir generell schulen. Wir haben also auch das Thema der Verlegung der Terrassendielen auf eine Aluminiumunterkonstruktion sowie das Verlegen der keramischen Platten beziehungsweise auch Betonplatten, also alle Steinwerkzeuge letztendlich auf eine Aluminium-UK. Wir haben auch schon mit Klöpferholz gemeinsam den Elevator-Sichtschutzzaun geschult. Das ist ein Zaun aus HBL-Platten in Kombination mit vielen, vielen Materialien. Und natürlich auch dieses Fachwissen, die Fachwissensschulung von Terrassenbau, die ja immer fast am meisten besucht wurde. Also diese Schulungen könnt ihr bei uns jederzeit abrufen, auch wenn wir nach der Sommerpause wieder weitermachen. Dann können die ein oder anderen Handwerker, Verkäufer gerne bei uns wieder mitmachen, um sich ein bisschen zu informieren. Wenn wir jetzt in diese Schulung hineingehen, dann werden wir ein paar Punkte durchgehen. Nämlich ganz zu Anfang zeige ich euch erst einmal, was wir alles so realisiert haben und was man überhaupt mit Dächern alles so machen kann. Dann, was brauche ich für die Konstruktion? Da werde ich vielleicht auch mal zwischendurch nach unten schalten auf meinen Basteltisch hier, wo ich dann so ein paar Teile hier zeigen werde. Muss man nicht unbedingt, weil es in der Präsentation auch gezeigt wird, aber dann kann man die Dinge auch mal live sehen. Und wie unterscheiden sich die einzelnen Systeme? Soll bedeuten, wir haben verschiedene Systeme, wie das beim Auto ja auch ist, ne? Golf, Golf XL und wie sie alle heißen. So haben wir auch unterschiedliche Systeme in den Dächern mit unterschiedlichsten Charakteren und Eigenschaften. Wie plane ich, wie montiere ich und wie informiere ich mich, kommt dann hinten dran. Gut, fangen wir mal an. Das ist hier eine Primeline. Die Primeline ist übrigens unser meistverkauftes Dach, also das konsumigste Dach überhaupt mit einem 11x11 Pfosten. Und hier ist mal auch gezeigt, eine Montage unter einem Balkon soll also heißen, nicht direkt an der Wand dran. Wäre ja in diesem Fall, wie man ja im Bild sehen kann, ja auch Quatsch. Warum soll man bis zum
zur Hauswand rangehen, würde man ja Meter hier im Prinzip Dach bezahlen müssen oder Glas bezahlen müssen oder Polyplatten, je nachdem, muss ja nicht sein. Also man kann unter einem Vordach, unter einem Balkon jedes Dach montieren. Und das kann man ganz gut rechts oben im Bild sehen. Da kommt nämlich ein extra Träger praktisch aus Aluminium, der wird dann an den Balkon festgedübelt. Und an diesem Träger praktisch, an dem Aluminiumträger, wird dann das Dach wieder dran geschraubt. Das, was wir jetzt hier zeigen, praktisch, was alles drunter kommt, kann auch drauf kommen. Das meine ich also auf dem Dach. Wenn zum Beispiel ein Vordach steil runtergeht und die Dachneigung nach vorne so steil ist, dass man keinen Platz mehr zum Durchgehen, dann ist der Kunde oftmals gezwungen zu überlegen, ob ich denn oben an die Sparren rangehen kann, also von oben das Dach drauf machen. Das kann man dann genauso machen, da muss man eine Dachpfannenreihe abnehmen, dann kann man diesen Träger wieder dran setzen mit speziellen Haltern und dann kann man auch jedes Dach im Prinzip auf Dach montieren. Das wollte ich nur noch mal daneben sagen, weil letztendlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Dächer zu montieren. Hier haben wir auch eine Primeline, aber hier sehen wir auch mal so ein bisschen etwas anderes. Hier hat nämlich der Kunde zwei Extrapfosten installieren lassen, so ein bisschen mehr in die Mitte hinein. Das kann man aus unterschiedlichsten Gründen machen. Man hat ja eine gewisse Grenze, wenn man mit den Pfosten auseinandergeht mit der Statik. Irgendwann muss ja vielleicht der dritte Pfosten hin. Und in diesem Falle wollte der Kunde aber den Pfosten nicht in der Mitte haben. Der hat gesagt, nee, ich verkleide das links und rechts sowieso noch mit einem Ranggitter. Und dann setze ich mir noch zwei Pfosten dazu. Soll also heißen, jedes einzelne Produkt, jedes einzelne Teil, ob das ein Sparren ist, ein Pfosten ist, all diese Dinge gibt es natürlich auch einzeln und auch in verschiedensten Längen. Hinten rechts im Bild seht ihr auch eine schöne Glaswand eingebaut, die noch auf so einem Mauersockel drauf ist. Also auch das ist natürlich alles möglich. Und hier auch mit einer Markise, einer Unterdachmarkise. Da kommen wir aber später auch noch zum Thema dazu. Erstmal nur so ein paar Eindrücke, was man überhaupt alles so machen kann. Hier ist auch eine Primeline eingebaut, nämlich mehrere in einer Reihe, also eine Reihenanlage. Das wird auch ganz oft angefragt, dass mehrere Eigentümer oder Vermietungen sagen, Mensch, wir haben hier fünf Wohnungsparteien da und die sollen alle eine Überdachung bekommen. Und dann kann man das natürlich auch mit anbieten. In diesem Fall ist aber jedes Dach einzeln nebeneinander gesetzt worden, weil der Architekt das wollte und weil es auch aus Eigentumsgründen so gemacht werden musste. Das müsste man aber nicht. Man kann das also ganz durchgängig machen. Denn wäre dieser doppelte Pfosten, der da in der Mitte zu sehen ist, links und rechts im Bild, wo dieser Gartenzaun mit dem Strauch ist, wäre da nicht vonnöten, sondern man könnte da auch einen Pfosten setzen, weil das Dach mit der Rinne dann komplett in eins durchläuft. Sehen wir auch gleich noch in einem anderen Beispiel. Das heißt, man kann die Dächer so breit machen, wie man möchte. Das kann man nämlich hier sehen. Allerdings sehen wir hier eine Supreme Line. Das ist eine andere Stufe von Dach, also eine etwas höherwertige noch. Die Unterschiede werde ich aber gleich in Ruhe erklären. Hier sieht man so ein Aluminiumdach mal als Tribüne umgebaut. Und das Ding ist hier 14 Meter breit und mit einer Dachrinne praktisch mit drei Pfosten. Und auch hier ist schön zu sehen, dass dieses Dach unter Dach gemacht wurde, also unter dem Vordach, wenn ihr da mal hinter schauen würdet, also unter der Dachrinne wurde das dann festgemacht. Und man kann natürlich auch unschwer erkennen, dass die Pfosten länger sind als Standard. Hier haben wir längere Pfosten genommen aufgrund dieser Situation der Tribüne. Die können wir auch bis 6-7 Meter Länge können wir die mitliefern. Also das, was in der Preisliste manchmal zu erkennen ist, ist längst nicht alles das, was es gibt. Das kann man in Bildern auch viel besser erklären. Wichtig ist zu wissen, dass jedes einzelne Teil, Sparren, Pfosten, Dachrinne, Wandanschlussprofil, dass diese Teile ja auch alle einzeln bestellbar sein können. Hier eine Kubusline, ein ganz anderes Dach, wie der Name schon sagt. Kubus, hier ist das eine Flachdachoptik gewährleistet, wunderschön. Man sieht auch unschwer, die Funktion ist etwas anders. Hier bei der Supreme und Primeline sind die Pfosten, ich springe nochmal zurück, direkt unter der Rinne. Und hier haben wir ein kleines Vordach bei der Kubusline, finde ich auch optisch sehr schön. Und man kann auch unschwer erkennen, die Dimensionen der Pfosten und der Sparren ist eine ganz andere als bei der Prime und Supreme. Das ist also ein Dach für kubisch gebaute Häuser, aber auch für Kunden, die eben also größere Dächer haben wollen. Also ein wunderschönes Ding, ein richtiges Schlachtschiff bei uns mit
was sehr gut verkauft wird. Aber das muss man natürlich auch sehen, vielleicht in der Ausstellung oder einfach mal beim Kunden anfragen. Hier kann man das wunderbar noch sehen mit einem wunderbaren kubischen Haus. Die werden ja auch immer mehr gebaut, solche Arten von Häusern. Und da passt so ein Ding natürlich wunderbar hin. Hier in diesem Falle auch mit Panoramaschiebewände. Das heißt, das Dach wurde also ringsum zugemacht in einen Kaltwintergarten. Da komme ich dann auch noch zu. Wir können also jedes Dach auch komplett zumachen. So, dann haben wir mal so einen kleinen Ausblick gehabt von den Möglichkeiten, die man machen kann. Man kann auch selbst Gartenhäuser kreieren. Man kann ja die Wände zumachen mit Aluminium. Planken. Man kann auch Carports natürlich daraus umwandeln ans Haus ran. Also aus diesen Dächern kann man ja eigentlich alles machen, das gleiche wie mit aus Holz. Und wenn wir da mal jetzt reingehen in Thema, was gibt es denn eigentlich so für Überdachungen? Ich kenne das selber noch aus dem Haushandel früher. Da haben wir grundsätzlich aus BSH, also Leinwände oder KVH, die Überdachung verkauft. Wir mussten das alles zusammenstellen, die Einzelmaterialien, die musste extra eine Rinne noch angefertigt werden und gestrichen werden musste es auch. Und irgendwann kamen dann die Dächer aus Aluminium, die ja nun schon viele Jahre auf dem Markt sind. Damals, auch zu meiner Verkaufszeit noch, waren natürlich die Aluminiumdächer teurer als Holz. Das ist heute nicht mehr. Deswegen haben sie auch immer mehr an Beliebtheit gewonnen. Und warum das Ganze? Wir haben eben mit kleinen Querschnitten eine hohe Statik im Gegensatz zu Holz. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr so ein Dach 5 Meter breit habt mit Holz, da muss schon ein richtiger Wumser hin, so ein 10x20 Leinbinder oder was, der wiegt natürlich auch dementsprechend. Also man kriegt das Ganze hier mit etwas kleineren Querschnitten und natürlich viel leichter hin. Das ist schon mal ein Vorteil, finde ich. Dann haben wir eine sogenannte eingebaute Dachneigung, die man manuell verändern kann. Das zeige ich euch auch gleich. Also wir können die Dachneigung zwischen 5 um 15 Grad manuell verstellen, ohne irgendwelche Eingriffe zu tätigen oder irgendwie rumzuflexen an den Dächern. Natürlich sind alle Oberflächen pulverbeschichtet mit einer großen Farbauswahl und wir haben natürlich dadurch eine super Pflegeleichtigkeit und eine ganz schnelle, einfache Montage. Also wer in diesem Bereich arbeitet, der wird sicherlich ohne Zweifel sagen, dass ein Aluminiumdach wesentlich einfacher und schneller aufgebaut werden kann als jedes Holzdach. Und das sind natürlich auch Montagekosten, die dabei entstehen und für den Monteur natürlich wesentlich angenehmer ist. Jedes Dach kann man natürlich auch gestalten, hatte ich auch schon erwähnt. Wir können Seitenteile, wir können Schiebewände, wir können Markisen, Licht einbauen. Ja, ob in Holzdächern, die schon vorhanden sind, weil das ist dem Holzdach ja egal, was da für eine Schiebetür reinkommt. Das kann jetzt auch eine Alu-Schiebetür dann sein. Oder eben mit diesen ganzen Aluminiumdächern können wir also jedes Dach gestalten in einen Kaltwintergarten. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen ins Detail gehen, welche Produkte brauchen wir einfach, dann klicke ich jetzt mal um auf meinen Basteltisch und wir fangen links im Prinzip auch in der Präsentation an, wo wir dieses Wandanschlussprofil sehen. Das zeige ich jetzt nochmal hier so in der Kamera. Und dieses Wandanschlussprofil besteht eigentlich aus zwei Teilen. Das zweite Teil, nämlich diese Sparrenauflage, die halte ich jetzt auch mal dran. Und da setze ich die im Prinzip rein. Diese Sparrenauflage, die wird vorne so reingesteckt, reingeschoben oder reingeklickt. Und jetzt kann man unschwer erkennen, dass man genau diesen Gradwinkel zwischen 5 und 15 Grad manuell verstellen kann, wo dann letztendlich später ja das Sparren so reinkommt. So kann man sich das vorstellen, dann habe ich jetzt hier in Grau. Also eigentlich besteht das Wandanschlussprofil der einen Seite mit zwei Teilen, aber auch genauso, wo die Rinne, im Prinzip das Rinnenprofil ist genauso. In der Mitte ist dann der Sparren, in diesem Falle ein Sparren von der Primeline und da drauf kommt dann ein Profil, ein Abdeckprofil, habe ich jetzt auch mal so reingeklickt. Dazwischen kommen dann natürlich entweder VSG-Glas oder Polycarbonatplatten mit unterschiedlichen Gummidichtungen, die natürlich mitgeliefert werden. Aber bei Polycarbonat sind es eben dünnere als bei Glas. Bei Glas ist 8 mm, Poly 16. Das Rinnenprofil auch dabei und ein Pfosten letztendlich. Hier in diesem Fall ein 11x11 Pfosten in 2,40 Meter Länge wird ja automatisch mitgeliefert, Standard. Aber wir können ja jede Länge kreieren. Das sind jetzt erstmal so die Grundbausteine, um erstmal zu verstehen, aus was so ein Dach besteht. Natürlich sind da ein paar Schrauben dabei und Kleinkram, keine Frage.
Übrigens könnt ihr jederzeit bei uns auf der Homepage und bei YouTube einen Montagefilm sehen, wo so ein Dach aufgebaut wird in Kurzform. Und das ist wirklich super. Das dauert ein paar Minuten. Da kann man mal sehen, wie so eine Primeline aufgebaut wird, Schritt für Schritt. Und wie unterscheiden sich nun jetzt diese ganzen Systeme? Ich habe ja schon anfangs gesagt, wir haben eine Primeline und die gehen wir jetzt mal technisch auch ein bisschen durch. Was haben wir da? Gucken wir uns mal die Mitte an. Wir haben also diese 5 bis 15 Grad variable Dachneigung. Das habe ich eben erklärt aufgrund der zwei Teile. Ich halte es nochmal hoch in die Kamera. Dadurch können wir natürlich die Dachneigung manuell verändern. Wir haben das Wandanschlussprofil dazu, das Sparrenaufnahme und letztendlich den Sparren selber. Dann haben wir die Rinnenblende flach. Das zeige ich jetzt heute auch nochmal, damit ich mal zur Seite greifen oder eben eine optionale klassische Rinnenblende, die zeige ich hier in der Kamera. Das heißt, unsere Aufsätze, also die klassische Rinne oder aber die runde Rinnenblende, die kann man einfach nur draufklicken und dann ist gut. Das ist dann aber nur eine optische Geschichte und Achtung, ist optional. Also das muss der Kunde bezahlen. Ansonsten kriegt man von Haus aus eine gerade flache Blende geliefert, die ja auch geht und ganz ehrlich wird auch in 60-70% aller Fälle so genommen. Der Pfosten 11x11, den seht ihr unten da auch in der Mitte und hier wird schon ganz gut mal gezeigt, was es eigentlich heißt, wie tief ist denn ein Dach oder wie wird das überhaupt von uns aus kommuniziert. Die Dachtiefe ist eigentlich von der Wand, von diesem orangenen Strich, der da angezeichnet ist, bis zur Mitte des Pfostens. Das hat auch statische Gründe. In Deutschland macht man das übrigens immer so, auch bei Carports und anderen Holzbauteilen. Da geht man immer von Mitte, Mitte, Mitte aus, weil das gibt die Statik her. Und da ist die Dachtiefe in diesem Fall letztendlich mit kommuniziert. Das heißt, wenn ein Dach 3,55 Meter tief ist oder bestellt wird, dann kommt da eigentlich noch eine halbe Pfostenbreite dazu, mathematisch gesehen. Die Farben rechts gibt es in vier verschiedenen, in zwei Weißtönen, in einem Anthrazitton und in einem mausgrauen Ton. Ich halte auch hier nochmal hoch, da kann man das erkennen. Das ist das Mausgraue und das ist das Anthrazitfarbene. Aber das kann man sich ja auch aufgrund der Raltöne ja auch erkennen und sehen, um was es sich da handelt. Oben rechts wird noch ein Distanzprofil erklärt. Das ist in der Tat nicht ganz so einfach zu verstehen. Das ist letztendlich ein Zwischenstück, wenn ihr oben rechts zwischen die Sparren guckt, an der Rinne, da kommt dieses Teil rein. Das heißt, bei der Montage kommt der Sparren, dann ein Distanzprofil, dann wieder der Sparren, dann wieder ein Distanzprofil und so weiter. Das erleichtert die Arbeit des Monteurs, um da aufzubauen, weil er dann genau weiß, automatisch, wo der nächste Sparren hinkommt. Nach da kann man es ausmessen, einen Bleistiftstrich dran machen. Aber das ist eine schöne, einfache Sache bei den Glasdächern, weil die sind auch vorgeschnitten. Das heißt, da muss man nichts machen, da muss man nicht überlegen. Und dann passen diese Glasscheiben wunderbar hinein. Die Pfosten selber kann man natürlich unterschiedlich befestigen. Das ist jetzt oben links im Bild zu sehen. Einmal zum Aufbügeln, klassischerweise wie beim Zaun auch. Oder mit einem Betonpfostenanker. Das ist eine Wahl. Der kommt dann in die Erde rein. Und da seht ihr auch ein Loch. Das heißt, da über diese Tülle kommt dann der Pfosten drüber. Und dann läuft das Wasser durch einen der Pfosten ab. Und auch das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann der linke Pfosten, das kann der rechte Pfosten. Ich übertreibe jetzt, könnte auch der mittlere Pfosten sein. Das ist dem Dach völlig egal. Also durch einen wahlweise Pfosten wird das Wasser abgeleitet nach unten. Da muss man dann auch ein Loch von oben in die Rinne reinbohren. Der Bohrer ist auch mit dabei. Das ist alles immer mit dabei. Und dann wird das Wasser so jetzt in diesem Fall unterirdisch mit dem Betonklotz in den Garten geleitet oder zum Hausanschluss, je nachdem. Da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten. Manche Kunden haben ja auch Regentonnen, dann wird das oberirdisch weitergeleitet, das Wasser. Also das ist alles machbar. Wenn wir ein bisschen in die Technik hineingehen, dann gibt es verschiedene Breiten bei der Primeline. Ihr seht ja von 3 bis 7,95 Meter praktisch. So, das ist Standard. Das heißt, diese Längen sind vorrätig da.
Die Breite, habe ich ja gesagt, kann endlos sein. Erinnert euch an die Tribüne oder von mir aus auch an Reihenanlagen. Das meine ich wortwörtlich. Ihr könnt das in die Breite endlos machen, aber nicht in der Tiefe. In der Tiefe haben wir Grenzen aufgrund der Schneelast, aufgrund der Belastungen, aufgrund der Statik etc. In der Tiefe können wir maximal 5 Meter machen, aber hier Achtung, 4,50 und 5 auch nur mit Poly. Also Glas machen wir bis 4 Meter. Wir machen das mit 4 Meter. Da möchte ich auch dazu sagen, habt ihr einen Fall, wo der Kunde beispielsweise 4,30 Meter in der Tiefe haben möchte mit Glas, dann könnt ihr auch das Dach ohne Eindeckung, also ohne Glas oder ohne Polycarbonatplatten, weil er sich selber welche ausgesucht hat, bestellen. Das ist also auch möglich. Ihr bekommt jede Breite auch im Sondermaß, also 4,27 Meter Breite und, keine Ahnung, 3,66 Meter Tiefe. Da gibt es einen kleinen Aufpreis bei der Primeline und dann wird das alles zugeschnitten und dann werden die ganzen Teile maßgerecht nach Hause an die Baustelle geliefert. Die Dacheindeckung, seht ihr rechts, habe ich aber auch schon gesagt, gibt es in 2 Varianten. Einmal oben seht ihr die Polyplatten, 16 mm und auch hier könnt ihr eigene nehmen, wenn ihr sie denn habt im Handel oder wenn jetzt ein Kunde, keine Ahnung, eine Acrylplatte haben möchte oder eine Hitzeschutzplatte, haben wir auch mit dem Angebot. Aber hier kann man unterschiedlichste Formen nehmen. Oder eben unten 8 mm VSG-Glas. VSG-Glas bedeutet Verbundsicherheitsglas und das muss man nehmen bei Dächern. Ach so, aufpassen, es gibt auch einige, die machen das nicht. Das ist wirklich in Deutschland zumindest nicht erlaubt. Auch die Glasbreiten sind in Deutschland begrenzt. Also bis 80 cm Breite und danach wird es schon komisch, auch mit den Fachregeln letztendlich, mit der Sicherheit. Also da bitte drauf achten. Das machen wir natürlich alles so, dass das technisch einwandfrei abgesichert ist. Also VSG-Glas gibt es in klar, gibt es aber auch in milchig, opal oder anderen Geschichten. Hitzeschutzglas gibt es auch. Letztendlich kann auch hier jedes 8 mm starke Glas verwendet werden. Dann kommen wir zur nächsten Serie von der Primeline zur Supremeline. Hier seht ihr schon am Anfang dieses Pfostens, da gibt es nämlich 2 Bauteile, die unterschiedlich sind. Einmal ist der Pfosten nicht 11x11 wie bei der Primeline, sondern 11x15. Wird auch gleich noch in der Technik gezeigt. Das ist der eine Unterschied. Der zweite Unterschied ist die Dachrinne. Da hole ich jetzt mal eine her im Vergleich. Da kann man das nämlich wunderbar sehen. Halte ich in die Kamera. Das Ding hier ist die Supreme Line. Und das Ding ist die Primeline. Da kann man ja sagen, oh Gott, was ist das für ein mickriges Ding? Nee, das ist es nicht. Aber das hier ist schon echter Kabumsa. Also die ist doppelt so dick und doppelt so stark. Hat natürlich statische Hintergründe, weil man nämlich mit der Supremeline breiter auseinandergehen kann mit weniger Pfosten im Vergleich zur Primeline. Also 2 Bauteile sind anders, die Rinne. Und der Pfosten, mehr nicht. Alles andere ist komplett gleich. Also die Sparren sind gleich, die Aufnahmen sind gleich, das Wandanschlussprofil ist gleich. Alles ist gleich, nur Pfosten und Rinne. Das sehen wir jetzt aber auch hier nochmal wunderbar. Die Dachneigung ist klar, auch wieder von 5 bis 15 Grad am Wandanschlussprofil. Hier seht ihr auch den Pfosten 15 mal 11 praktisch, also ein Rechteckpfosten und das Rinnenprofil. Und hier seht ihr auch nicht, dass es keine optionalen Rinnenblenden gibt, so wie hier. Ich gehe es nochmal in die Kamera halt. Das gibt es hier nicht. Also diese Rinne ist so, wie sie ist, Punkt, Ende. Gibt es aber auch kein Problem mit. Das ist eine wunderbare, schöne Form. Und da kann man jetzt nicht nochmal was verkleiden. Braucht man auch eigentlich überhaupt gar nicht. Die Farben sind auch identisch wie bei der Primeline. Und das Distanzprofil gibt es dort natürlich auch. Also hier kann man sehen, es geht also mehr um die Statik. Und ganz ehrlich, aus der Vergangenheit und aus der Erfahrung her, was alles so ab 4,50 Meter oder 5 Meter Breite passiert, würde ich ganz gerne immer schon raten, in die Supreme Line hinein zu beraten. Man kann natürlich mit der Prime Line anfangen, damit man einen Grundpreis hat. Aber dann kann man sagen, gut, das gleiche Dach kostet in der Supreme Line Variante mit einem Pfosten weniger, größere Start, sieht auch ein bisschen attraktiver vielleicht aus, umso größer wollen die Kunden ja auch ein bisschen mehr Optik haben. Also das ist eine Beratungssache, kann ich immer nur sagen, welches man dann verkauft.
sagt man natürlich nichts, dann wird schon schwierig. Auch die Pfosten werden selbstverständlich auch einmal aufgedübelt oder in den Betonanker mit dem Ablauf abgeführt, kann man sie also integrieren und einbauen. Und auch hier die Breiten, hier seht ihr von 3 bis 7 Meter ist Standard, aber ihr könnt nochmals auf 13, 14, 15, 20, 23 Meter Breite machen. Das ist egal, weil das beim Anschlussprofil wird ja nur aneinander gesetzt. Und bei den Rinnen gibt es ein Koppelprofil, das hatte ich eben nicht erwähnt. Also die Rinnen werden gekoppelt, zusammengeführt und somit können wir in der Breite, wie gesagt, endlos gehen und in der Tiefe genau die gleiche Gesetzmäßigkeit bis 5 Meter. Achtung hier auch, ab 4 Meter Tiefe gibt es dann nur Polycarbonat. Natürlich gibt es auch ein 3 Meter Poly, aber ab 4 Meter gibt es eben kein Glas, sondern nur noch Polyplatte. Jede Sondermaß ist erhältlich, jedes Sondermaß in der Breite sowie in der Tiefe, also auch hier 4,27 Meter mal 3,66 Meter als Beispiel ist machbar. Kommen wir zur nächsten Variante, die Kubusline. Wie man sieht, hat das auch eine ganz andere Optik. Wie gesagt, das ist eine Flachdachoptik, bin ich wunderschön für Häuser, die so gebaut sind, passt das natürlich wirklich super und die Dimensionen sind etwas anders. Nur mal zum Vergleich, die Primeline hat ja 11x11 Pfosten und diese hier, die Kubusline, hat 20x20, also doppelt so großen Pfosten und so starken Pfosten wie die Primeline, kann man bald sagen. Die Rinne, die da drunter läuft, hat 24x20 und die Sparren sind 20x10. Also das sind schon richtige Carbunsa, schöne dicke Dinger, die das auch halten und letztendlich aber auch eine tolle Optik darstellen, aber na klar, das Ding also unter 5 Meter Breite brauche ich gar nicht mit anfangen, weil dann sieht das eher schon komisch aus. Wie funktioniert diese Flachdachoptik oder dieses Flachdachdesign? Oben links kann man das wunderbar sehen. Die Frage ist ja, wie kriege ich da den Wasserablauf hin? Wie ist da eine Dachneigung? Die ist also im Prinzip integriert. Die Glasplatte, im Übrigen gibt es das nur mit Glas, komme ich gleich zu, läuft praktisch in den Sparren von innen runter und hinten wieder hoch. Das seht ihr mit diesem schwarzen Strich. Und somit haben wir eigentlich zwei Glasplatten und können damit aber auch 5 Meter Tiefe generieren, wie ihr rechts im Bild sehen könnt. Also aufgrund, dass die Gläser innen liegend bei den Sparren gehalten werden, haben wir die Dachneigung und wir können aus diesem Grunde dann auch letztendlich 5 Meter Tiefe generieren, sogar bis 7 Meter Breite, nur mit 2 Pfosten. Also das ist schon wirklich eine Hausnummer, 7 Meter Breite, 5 Meter tief mit 2 Pfosten. Also wie gesagt, jeder Kunde hat einen anderen Geschmack, jeder Kunde hat auch ein anderes Portemonnaie und jeder Kunde soll zufriedengestellt werden. Und das ist hier eine wunderschöne Art, um etwas größer und ein bisschen wuchtiger zu bauen. Ja, und hier die Breiten, hier fängt das Ganze auch erst ab 5 Meter an bis 7 Meter. Aber auch hier, wie gesagt, in der Breite können wir das weitermachen. Das seht ihr unten rechts wunderbar zum Beispiel. Das ist ein viel breiteres Dach. Man kann das ganze Dach natürlich wunderbar mit diesen Glasschiebetüren, wo ich gleich zu komme, verkleiden. Das Dach gibt es auch nur mit Glas. Das gibt es nicht mit Polycarbonatplatten, weil das passt auch irgendwie vom ganzen Stil her nicht. Also diese Dächer werden nur mit Polycarbonatplatten, mit Glasplatten verkauft. Prost, ich muss aber einen Schluck trinken. Gut, auch hier jede Breite, jede Tiefe als Sondermaß erhältlich. Wenn man jetzt hier weiter schaut, haben wir noch eine Zusatzkonstruktion. Das heißt, um was geht es hier? Wir haben ja jetzt Dächer besprochen, die eigentlich immer nur an die Wand drankommen. Irgendwo mit dem Wandanschluss an die Hauswand rangedübelt. Auch hier möchte ich noch kurz erwähnen, die Dübel, die an die Wand hineinkommen oder in die Wand hineinkommen, die muss der Handwerker, der das Dach aufbaut, natürlich selbst mitbringen oder kaufen. Die liefern wir nicht, nicht weil wir nicht wollen oder euch ärgern wollen, sondern weil wir das aus juristischen Gründen gar nicht machen dürfen. Wir sind keine Dübelfirma, aber für jede Hauswand, für jeden Putz, ob das Holzrahmenbau ist oder Klinkerbau, gibt es auch dementsprechend Klebedübel oder andere Dübel. Das Thema zeigen wir nachher auch, dann werdet ihr das auch verstehen, dass wir das gar nicht machen können. Ist aber auch kein Thema, wird tagtäglich realisiert, also gibt es da kein Problem. Hier nun aber Dächer, die nicht an der Hauswand stehen, sondern die frei stehen.
Und da gibt es eine Zusatzkonstruktion, wie der Name schon sagt, Zusatzkonstruktion für freistehende Überdachungen. Ich vergleiche das immer mit so einem Fußballtor, wenn ihr das in der Mitte seht. Man kauft also zwei Pfosten, oben die Torlatte und die Torpfosten dazu. Dieses ist eben diese Zusatzkonstruktion. Und an dieser Zusatzkonstruktion kommt dann das ausgesuchte Dach. Also der Verkäufer oder der Handwerker muss sich sinnbildlich zwei Produkte vorstellen. Einmal sucht man sich das Dach aus, die wir gerade durchgesprochen haben. Und dann muss man dazu noch eine Zusatzkonstruktion kaufen und das zusammenbauen. Und dann kann das Dach auch freistehend aufgebaut werden, so wie es hier im Bild wunderbar gezeigt wird. Es gibt auch Lösungen, wo der Kunde nicht an seine Hauswand ran will oder darf. Dann kann man dieses Dach ja auch ganz nah an die Hauswand ran schieben sozusagen. Und auch so kann man das Ganze dann lösen. Diese Zusatzkonstruktion gibt es selbstverständlich für die Prime Line und für die Supreme Line und auch für die Kubus Line. Als Preiseinstieg möchte ich nur kurz erwähnen, die Smart Line, die wird so gut wie gar nicht bei uns verkauft. Es ist schon günstiger, aber hat eben auch ein paar Dinge, die die anderen Dächer also mehr haben. Das hat sie hier nicht. Wir haben hier keine Dachneigung, die manuell verstellbar ist. Hier ist eine fixe Dachneigung von 8%. Bei dem einen oder anderen mag das ja hinhauen. Der Pfosten ist tatsächlich auch 11x11, aber wie ihr die Rinne schon erkennen könnt, ist es eine etwas abgespeckte Variante. Und rechts oben wird es auch nochmal erklärt, wir haben das Teil oder dieses Dach nur in 4 Breiten und in 4 Tiefen da ohne Sonderkonstruktion, also ohne Sondermaße erhältlich. Also es ist ein bisschen abgespeckte Variation, aber letztendlich bei dem, wo es passt und der nicht so viel Geld ausgeben möchte, der kann ja auch die Smartline sich als Produkt aussuchen. Das ist dann so eine günstige Preisalternative. Ja, kommen wir zu den Schiebewänden. Die Panoramaschiebewand. Wie der Name schon sagt, Panoramaschiebewand kommt daher, weil es ganz Glasscheiben und Türen sind, die man schieben kann letztendlich. Die werden unten auf den Boden geschoben mit so Rollen, mit Bodenläufe. Und da gehe ich auch gleich mal rechts ins Bild rein. Wir haben also zwei verschiedene Bodenschienen sozusagen. Einmal die AL23 und einmal die AL24. Der Unterschied ist, dass die AL24 ein bisschen flacher ist. Das kann man ja ganz gut erkennen. Und die 23 ist ein bisschen höher. Der Unterschied ist einfach der, bei der 23 seht ihr ja links, dass da so ein Stopp ist, dass das Wasser nicht in den Innenraum laufen kann. Das kann bei der 24 schon mal passieren. Sind zwar auch Löcher mit Wasserablauf da, aber es ist schon mal ein bisschen komfortabel, wenn man das so gar nicht haben will, dann kann man die 23 nehmen. Auch die 23 hat natürlich eine etwas andere Aufbauhöhe. Aber letztendlich kann man ja den Boden, wenn man da noch frei gestaltbar ist, das Ding auch eben oder barrierefrei mit einbauen. Das geht alles. Also diese beiden Führungsschienen haben wir natürlich nicht nur wie hier im Bild mit dreispurig, sondern auch fünfspurig, weil wir ja auch bis zu 5 Meter Breiten mit den Schiebetüren generieren können. Diese Schiebetüren kann man übrigens nach links aufmachen, nach rechts aufmachen. Man kann sie in der Mitte aufmachen. Da gibt es ein Aufmaßblatt, das ist sehr schön, wo man in die lichten Maße eintragen darf. Und wenn man so eine Sache an der Seite zumachen will, wie oben links zu sehen, dann brauchen wir noch dieses Keilelement, also was praktisch über der Panoramaschiebetür eingebaut ist und ebenso ein Pultdach wie die Prime Line oder die Supreme Line, die braucht das. Übrigens die Kubus Line nicht, da sind wir waagerecht im Prinzip mit den Sparren, da brauchen wir dieses Keildreieck nicht. Auch das ist ja eine Kostensache. Zu den Schiebetüren gibt es aber auch letztendlich die Produkte der ganzen Markisengeschichte. Das heißt, wir haben Unterdachmarkisen, wir haben Aufdachmarkisen und Senkrechtmarkisen. Wie die Namen schon sagen, Unterdach zeigen wir hier links und in der Mitte wunderbar. Unter den Sparren wird das also dran geschraubt, die Markise, die mit Elektromotor ist, wo auch jede Breite, jede Tiefe möglich ist zu dem Dach, was man denn gekauft hat. Und eine Aufdachmarkise ist dann oben drauf und hier ist noch eine Senkrechtmarkise zu sehen, diese kleine beige, die nach unten führt in diesem Bild. Warum auf und warum Unterdachmarkise? Das ist auch so ein Thema. Ich kann immer nur empfehlen,
ist das Dach noch etwas auf, also eine Seite auf oder sogar zwei Seiten auf, dann nehmt bitte eine Unterdachmarkise, weil die Luftzufuhr unten ausreichend genug ist, um die keine Hitzestau zu gehen. Weil viele Menschen fragen ja, Mensch, die Hitze kommt denn da rein, wenn ich das ganze Dach zumache. Das stimmt. Wenn das ganze Dach zugemacht wird, dann ist es auch aus technischer Sicht eigentlich schöner, eine Aufdachmarkise zu kaufen, damit von oben die Hitze nicht ins Dach hineinkommt. Aber solange das Dach im Prinzip offen ist oder nur eine Seite zu ist, das ist ja auch der Klassiker, dass eine Seite nur zugemacht wird, weil der Wind da reinpfeift, dann reicht völlig eine Unterdachmarkise hin. Die Tücher oder die Tuchwahl, Stoffauswahl kann man sich online bei uns erkundigen. Da kann man eine kleine Auswahl treffen, eine Vorauswahl. Wir können auch zwei, drei Muster mal zuschicken. Das kann man dann schon mal machen. Der Kunde weiß ja, ob er nun bunt, kariert, gepunktet oder Unifarben haben möchte. Und welche Farbe ungefähr. Und dann können wir das machen. Links seht ihr auch noch Lichter, das heißt Beleuchtungssets. Die kann man in die Sparren reinbohren. Der Bohrer ist auch mit dabei. Da gibt es ein Starter-Set mit 4 Lampen und da kann man immer 2 dazu kaufen, bis maximal 12, sage ich mal, erweitern. Da ist auch ein Karo dabei, da ist auch Fernbedienung dabei. Aber hier bitte dran denken, diese Entscheidung muss vor dem Kauf oder vor dem Einbau, besser gesagt, des Daches erfolgen. Also ihr könnt nicht erst das Dach aufbauen und dann fällt euch ein, oh, da will ich jetzt Lichter haben. Das geht schon, aber ihr könnt das halbe Dach wieder auseinanderbauen. Das ist nicht so komfortabel. Also bitte hier die Entscheidung vorher treffen. Auch bei den Markisen kann man, die Markise kann man hinterher einbauen, aber mit Seitenwände, da muss man auch schon absprechen, ob das denn alles so technisch möglich ist. Wie plane ich? Ja, man muss eine Baugenehmigung haben. Das hängt aber vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ab. Die Antragsunterlagen muss der Kunde mitbringen. Was ich dem Handel empfehle, jetzt in diesem Falle Klöpferholz, dass ihr euch mal so ein Ding da an Präse mit hinlegt oder in den Unterlagen und dann den Kunden zeigt. Der Handwerker muss den Kunden letztendlich dabei helfen, diesen Antrag vom Bauamt zu bekommen. Das ist aber auch kein Thema, weil da gibt es ganz unterschiedliche Reglementars für Größe der Überdachung mit Quadratmeter, Kubikmeter, Schneelastzonen oder Nachbarschaftsrechten. Das jedes Bundesland abhängt. Wir bieten dann euch oder geben euch dann eine Typenstatik mit Grundrissen, Ansichten und Fundamentplänen. Und das Schöne ist, wir können diese Dächer oder ihr könnt diese Dächer planen in unseren Online-Planer. Dazu braucht ihr einen Zugang. Dann bekommt ihr von uns ein Passwort und dann könnt ihr letztendlich alles das, was wir jetzt besprochen haben, mit ein paar Mausklicks selbst zusammenstellen. Welche Farbe, welche Breite, welche Größe, welche Schiebetür und so weiter, könnt ihr alles einklicken. Dann verändert sich das ganze Bild dort, was ihr da in der Mitte seht. Und dann könnt ihr auch die technischen Zeiten dazu bekommen. Das ist also eine wunderbare Hilfe, um auch ein Dach zu konfigurieren. Wie ein Auto ist das denn so bei uns auch möglich. Dann bekommt man auch Fundamentpläne, Ansichten und ein Angebot. Das sind so die eine Möglichkeiten. Ansonsten hat man natürlich auch Preislisten hier. Da gehen wir gar nicht groß drauf ein. Letztendlich, das muss von dem Verkauf aus gemacht werden. Wer da Fragen zu hat, der kann sich gerne bei uns melden. Können wir da eine Kurzschulung machen. Das ist zwar relativ einfach, wo wir die Breiten, die Tiefen letztendlich bestimmen können und so weiter. Wir haben also, wie gesagt, Anfrage, Bestellblätter, Bestellformulare, die könnt ihr haben. Wir haben Maßblätter für die Schiebetüren, eine Preisliste können wir ausgeben, um das Ganze schnell zu planen. Und wie montiere ich letztendlich? Da wird nochmal erklärt, wie das bei dem Pfosten zum Beispiel ist. Ich habe ja eigentlich nur die beiden linken erklärt, den Aufdübelanker und den Betonpfostenanker. Wenn wir aber zum Beispiel eine freistehende Überdachung haben, dann brauchen wir die richtigen Stahlanker, also Pfostenanker zum Einbetonieren und diese großen Teile. Das, was ihr da rechts seht, das ist tatsächlich auch 1,80 Meter hoch. Das kommt bis zur Mitte in den Boden rein, damit das ganze Ding nicht hin und her eiert und wankt. Aus statischen Gründen kann sich jeder vorstellen, die müssen auch sein bei einer freistehenden Überdachung. Hier auch nochmal als Beispiel so ein Punktfundament, wie das gemacht werden kann.
Das geben wir natürlich mit. Also hier bitte erkundigen, wie soll das Dach in den Boden oder auf den Boden befestigt werden? Das ist eine grundsätzliche Frage. Und wie soll das Dach an der Wand, unter dem Dach, auf dem Dach, kann ja auch sein. Das sind so die grundsätzlichen Fragen, die man erstmal stellen darf oder fragen darf beim Kunden. Dann geht es letztendlich weiter mit der Geschichte. Und hier nochmal das Thema mit den Dübeln. Ihr seht, es gibt unterschiedlichste Varianten im Fassadenaufbau. Das werden Verbundsysteme sind beim Stein. Haus- oder Holzrahmenbau, Klinkerfassaden und so weiter und so weiter. Und da gibt es natürlich dementsprechend auch unterschiedliche Dübelsysteme. Und die bitte nicht vergessen, wie gesagt, die können wir und dürfen wir nicht liefern. Aber das kann man sich letztendlich überall besorgen. Da gibt es genügend Dübelhersteller, die für all diese Dinge die Lösungen da haben. Und die Schulungen, die wir machen, gibt es natürlich auch online. Man kann so eine Montageanleitung anschauen. Es gibt auch einen Film, den kann ich immer wieder noch nur empfehlen. Schaut euch diesen Film an, wo so ein Dach aufgebaut wird von uns. Wer den Link haben möchte, speziell der Bernd, kann ihn ja mit Sicherheit dann auch raussenden. Die Montageanleitung ist übrigens nah mit dem Film zusammen entstanden, also so, dass es wirklich realitätsnah ist, dass man jeden Schritt bedacht hat, wenn man so ein Dach aufbaut. Das ist also wirklich relativ einfach dargestellt. Und wie informiere ich mich? Wir sind also heute wieder mehr als sehr gut in der Zeit, aber die Dach- und Zaunschulungen sind etwas kürzer als die anderen Schulungen. Das finde ich auch okay, das reicht auch vollkommen aus. Wir können uns natürlich mit Webinaren kundlich tun. Wir haben Projekte, das heißt, wir betreuen auch Projekte, ob das im Bereich der Dielen, der Platten sind, aber letztendlich auch mit den Dächern, da stehen wir gerne zur Seite. Wir sind über Social Media erreichbar. Wir haben auch Systemschulungen bei uns mit Praxisteilen, das heißt, zu uns kommen auch Handwerker oder Verkäufer oder beides gemischt, das ist noch am allerschönsten, wo wir denn bei uns in Eschenburg Sachen aufbauen können, sprich Platten, Dielen, Zäune und auch Dächer live, können wir das dann aufbauen, können das Ganze dann erklären. Und wir haben für alle diese Produkte natürlich auch eine Montageanleitung. Egal, was wir verkaufen, kann man sich die auch runterladen oder anfragen per PDF sich schicken lassen. Das sollte ein kurzer, guter Überblick sein. Ich hoffe, dass es auch für euch soweit erstmal verständlich war. Also wichtig ist, dass wir verschiedene Systeme haben. Wichtig sind die Breiten, die Tiefen. Will ich Glas haben? Will ich Polycarbonat haben? Soll da eine Markise hin? Soll da Licht mit eingebaut werden? Soll ich eine Schiebetür haben? Wo soll es dran gebaut werden? An welcher Wand? Unter welchem Balkon oder auf welchem Dach? Und wie sollen die Pfosten in den Boden? Das sind eigentlich die Grunddinge, wenn die geklärt sind und wenn man die vernünftig abfragt, dann ist so ein Dachaufbau wirklich kein Problem. Ich habe es selber auch gemacht. Ich bin kein Monteur. Das geht alles. Natürlich eine Kugelslang würde ich jetzt auch nicht anfassen wollen. Die ist schon ein bisschen komplizierter aufzubauen. Aber die Monteure, die können das. Die können das ganz gut und die machen das ja auch schon seit x Jahren. Und wer sich damit neu befassen möchte, der kann uns ja auch fragen, vielleicht können wir ein bisschen Schützenhilfe geben. Gut, in diesem Sinne danke ich euch zu dieser Jahreszeit, wo ja die meisten Monteure an der Baustelle sind, irgendwo ein ganz herzliches Dankeschön, dass ihr doch so zahlreich noch gekommen seid heute und möchte von meiner Seite jetzt erstmal sagen, vielen Dank und ich hoffe, bis bald und wenn Fragen sind, der Bernd hat, glaube ich, im Chat das alles beantwortet. Wenn nicht, machen wir das im Nachgang. Bernd, bitteschön. Ja, Manni, vielen, vielen Dank. Trotz deiner guten und vielen Ausführungen sind auch glücklicherweise die eine oder andere Frage noch im Chat gelandet. Eine ist mir gerade noch so im Kopf geblieben, das ging um die Abstände der Primeline. Ich habe da so ein bisschen drumherum geschrieben, weil in der Tat die Abstände, die Pfostenabstände bei allen Dächern hängt unmittelbar mit der Tiefe des Daches, ob ich ein 3 Meter tiefes Dach habe oder ein 5 Meter tiefes Dach. Dadurch, wenn ich Glas drauf habe, wird das Gewicht natürlich wesentlich größer. Dadurch werden die Pfostenabstände wesentlich schmaler. Das heißt, es hängt natürlich von der Dacheindeckung ab, von der Dachtiefe ab. Und dann kommt man letztendlich zu Werten, die wir auch in den Katalogen haben.
Man kann dann bei dem Standarddach zum Beispiel noch hingehen und kann durch Verstärkung, das sind Stahlkerne, die Dachrinne ein wenig stabilisieren. Bei der Primeline kann man dadurch mal einen halben Meter oder einen Meter rausholen. Das ist aber auch alles in den Verkaufsunterlagen recht gut beschrieben. Deswegen wollte ich das jetzt nicht komplett im Detail beschreiben. Internetseite, also auf der Homepage wie auch im Katalog, gibt es dazu wesentlich bessere und genauere Informationen. Das vielleicht zu den Abständen bei den Pfosten. Ansonsten hoffe ich in der Tat, dass die Fragen, soweit sie im Chat waren, zur Zufriedenheit beantwortet wurden. Und gebe gerne an Michael. Danke auch von mir aus. Sehr gerne. Erstmal danke für den tollen Vortrag mal wieder. Danke, Manfred. Es ist ja Interesse da und deswegen wurden ja auch Fragen gestellt. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass auch jetzt der Bernd hier mit gefordert worden ist. Und eine Frage, die ich gerne nochmal ganz kurz, die spannend fand, war das mit den Spannweiten bei Schneelasten. Und da hattest du dann auch geschrieben, dass die Schneelastzonen auch abgestimmt sind im Prospekt. Das ist richtig, ne? Ja, genau so ist es. Genau, klasse. Also wie gesagt, wir können noch Fragen gerne jetzt noch schnell beantworten. Ansonsten möchte ich mich natürlich nochmal bedanken bei Ihnen, dass Sie so spannend zugehört haben und mitgehangen haben. Sie bekommen natürlich die Aufzeichnungen wieder in den nächsten Tagen zugesandt. Ansonsten, wenn Fragen im Nachgang auftauchen sollten, redaktion@kloepfer.de, können Sie sich gerne an uns wenden. Wir klären das dann auch gemeinsam gerne mit Karl und Rubner, mit Bernd und Manfred gerne nochmal zusammen. Ansonsten herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Jungs, für den tollen Vortrag. Unsere Online-Saison endet quasi hiermit. Und wir sehen uns dann natürlich im Herbst. Und herzlichen Dank. Schönen Feierabend. Bis bald. Und danke.